Verbotene Archäologie, das ist das Thema heute. Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Und heute wieder so ein, ja, ich sage mal allgemeines Thema, was definitiv nichts mit EM oder Terra Preta so ohne weiteres zu tun hat. Aber es geht tief in die Geschichte der Menschheit, beziehungsweise sogar der Menschwerdung. Verbotene Archäologie. Ein Buch von Michael Cremo und Richard Thompson. Das möchte ich heute berichten. Und ich habe hier auch, einfach weil ich immer gerne mal ein Produkt von unserem Shop dazu stelle, welche ausgesucht, die auch ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Nämlich zum Beispiel Kieselalgenpulver, eine Eiszeitablagerung in diesem Fall, aus der russischen Steppe, und zwar Kieselalgenpulver von Diatomeenalgen, abgelagert Silizium, amorphes Silizium, was ganz viele Anwendungen hat. Und hier hinten habe ich nochmal Zeolithgestein, ein Vulkanaschegestein. Wenn Vulkanasche spezifischer Zusammensetzung ins Meer fällt, ins Wasser fällt, dann entsteht daraus Zeolith. Okay. Aber heute soll es um dieses Buch gehen, um verbotene Archäologie von Michael Cremo und Richard Thompson. Hauptautor ist Michael Cremo, der auch heute noch an diesen Themen arbeitet und dort und damit darüber Vorträge hält und weitere Bücher und zu dem Thema schreibt und weiter an dem Thema dran ist. Richard Thompson war damals der Institutsleiter vom Bhakti Vedanta Institut, ja. Nicht ein klassischer Wissenschaftler sozusagen, der aus der archäologischen Forschung kam, sondern aus der Schuluniversität sozusagen, sondern Michael Cremo kommt aus einer, und Richard Thompson kommen aus einer völlig anderen Ecke. Die sind beide Anhänger von, Mitglieder von ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, die internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, also Krishna-Anhänger. Und waren Richard Thompson der Gründer und Michael Cremo einer der Mitglieder im Bhakti Vedanta Institut, also einem vedischen, nach diesen vedischen Schriften, vedischen, ein vedisches Institut. Und das Interessante an den vedischen Schriften ist ja, dass sie durchaus wissenschaftlich sind, dass sie richtig, schon teilrichtige wissenschaftliche Abhandlungen, Beschreibungen sind, dass Wissenschaft durchaus hochgehalten wurden, aber nicht unbedingt eine rein materialistische Wissenschaft, sondern eine Wissenschaft, die auch Erkenntniswege über Gott oder über andere Sachen zuließ und ernst nahm. Okay, und wie, warum dieses Buch heute? Es ist eines der Grundpfeiler meiner Weltsicht bis zum heutigen Tage. Es hat mich wirklich, ja, ich meine, man hatte schon immer seine Vermutungen, aber das hat es wirklich in Stein gemeißelt, dass mit unserer herrschenden Sicht auf den Zeitstrahl, anthropologische und geologische Zeitgeschichte, Evolution, dass da irgendwas stimmt da nicht. Und das Beste, was man über dieses Buch sagen kann, es ist langweilig. Es ist stinklangweilig. Und das sagen auch die Bewertungen bei Amazon, und das kann ich bestätigen. Und das ist die kurze Version. 440 Seiten. Eng geschrieben, das ist die kurze und populäre Version. Es gibt noch eine lange Version, wo die kompletten Forschungsergebnisse drin sind, 1100 Seiten. Und das muss noch staubtrockener sein. Und das ist auch Absicht. Ich denke mal, der Michael Cremo, wie man an seinen Vorträgen merkt, er kann durchaus packend schreiben und erzählen, aber es war hier der Wunsch, die Fakten alleine sprechen zu lassen, ohne sie besonders darzustellen, ohne zu übertreiben, ohne zu viel Story oder Hintergrund dazu zu erzählen. Einfach nur gnadenlos einen archäologischen Fall nach dem anderen, der es nicht in die Schulwissenschaft geschafft hat, in die Lehrbücher, in das allgemeine Bewusstsein. Eine Aufzählung nach der anderen, gnadenlos, Seite für Seite, Kapitel für Kapitel, Thema für Thema, hintereinander weg,
bam, 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 es hört nicht auf. Wie gesagt, 1100 Seiten oder 440 Seiten in der Kurzversion. Super langweilig, man muss wirklich viel Kaffee trinken, um da durchzukommen, beziehungsweise sich jeden Tag ein paar Seiten vornehmen. Was ich vor 20 Jahren mal gemacht habe, das ist bei mir nicht ganz frisch, das ist schon ein bisschen alt. Von meinem Eindruck her, ich hab's wieder versucht, ein bisschen aufzufrischen. Vor 20 Jahren habe ich mir dieses Buch besorgt und gelesen. Aber es lohnt sich, sage ich mal, weil um ein Glaubensgebäude, ein Wissensfilter, wie es Michael Cremo nennt, zumindest da ein paar Risse reinzubringen, braucht es, viele Menschen sind dazu gar nicht in der Lage, egal wie viele Fakten dargestellt werden und gezeigt werden, aber für die, die noch etwas offener sind, braucht es wirklich die gnadenlosen, langweiligen, unendlichen Fallgeschichten, die Michael Cremo hier ausgegraben hat. Das Buch ist 1993 veröffentlicht worden, meine ich das erste Mal. Es gibt verschiedenste Versionen davon, kürzere und längere, aber 1993 auch in Deutsch. Forbidden Archaeology ist die Hauptversion. Michael Cremo wurde 1948 geboren. Er schreibt so schön, er wurde im Herbst 1947 gezeugt, da ist seine Seele auf die Erde gekommen, in den Leib gefahren und er ist sich sicher, dass er schon Millionen Geburten und Leben hinter sich hat und am 15. Juli 1948 hat er den Leib seiner Mutter verlassen und wurde geboren in dieses Leben und hat eine starke Affinität zum Schreiben, für die Wissenschaften und hat sich dann in den 60er, 70er Jahren dem Krishna-Bewusstsein, den in Indien, also einen starken Drang nach Indien gehabt, hat sich diesem Krishna-Bewusstsein angeschlossen und da ganz viele Forschungen gemacht und ist dann schließlich Teil dieses Bhaktivedanta-Instituts geworden und wurde geführt von Richard Thompson, der damals der Leiter dieses Instituts war, hat er wissenschaftliche Detektivarbeit geleistet und hat auch mal aus einem anderen Blickwinkel, wir werden noch mitkriegen, dass dieser Blickwinkel wichtig ist, mal aus einem anderen Blickwinkel eine Zusammenfassung der archäologischen, nein, Zusammenfassung ist das falsche Wort, also er hat mit einem anderen Weltbild ist er an vergessene archäologische Ausgrabungen, Fakten, Berichte herangegangen und zwar mit der vedischen Sicht der Dinge. Vedische Sicht der Dinge, ich hoffe, ich kriege es noch halbwegs richtig zusammen. Auf jeden Fall haben die ein zyklisches Weltbild der Welt, der moderne Mensch und auch verschiedene Menschenarten und Formen. Aber der moderne Mensch ist seit vielen Millionen Jahren auf der Erde. Im Grunde von Anbeginn der Erde ist er auf der Erde da und hat hier gelebt. Und dann gibt es immer wieder diese zyklischen Zeitalter. Wir befinden uns gerade im Kali-Yuga. Und es das Zeitalter des Unwissens und der Zerstörung. Dann gibt es ein goldenes, ein silbernes Zeitalter und so weiter. Also wir sind im eisernen Zeitalter und die dauern alle hunderttausende Jahre, teilweise Millionen Jahre, aber lange, lange. Und die wechseln sich immer wieder ab. Nach dem eisernen folgt das goldene und dann wieder runter, golden, silbern, Bronze, Eisen. Und das sind Zyklen, die dauern Millionen Jahre. Und das hätte die Erde schon oft durchgemacht. So. Und dementsprechend wäre die Annahme eines vedischen Weltbildes, dass der moderne Mensch schon sehr lange und in allen möglichen geologischen Schichten auf der Erde zu finden sein sollte. Und mit dieser Annahme, mit diesem Weltbild ist Michael Cremo an die Detektivarbeit hier herangegangen, weil es schon erste Hinweise darauf gab, dass es da in der archäologischen Literatur was geben könnte. Und der unterscheidet in seinem Vortrag, in einem Vortrag bei Google Talks, den er mal gehalten hat, habe ich jetzt gesehen, dass er unterscheidet zwischen primärer und sekundärer wissenschaftlicher Literatur. Primäre Literatur ist die Veröffentlichung, ne, in einer Zeitschrift, im ersten Buch, aber noch nicht in einem Lehrbuch oder nicht in sekundären Artikeln oder Zusammenfassungen oder so, sondern primäre Literatur, direkt Erstberichte von den Ausgrabungsseiten, von
archäologischen Funden. Das wäre Primärliteratur und dort findet man eine ganze Menge von Hinweisen zu extremer, zu dem extremen Alter von modernen menschlichen Funden, Werkzeugen, Knochen, bearbeitete Steine. Und es gibt sekundäre wissenschaftliche Literatur und die sekundäre Literatur, das sind im Grunde die Lehrbücher, die Zusammenfassungen, das, was die Studenten sehen und wonach sie lernen, das, was die Professoren schreiben nach einem langen Professoren- und Arbeitsleben. Und dort findet das absolut nicht statt. Da gibt es diese Funde nicht, die gibt es nur in der primären Literatur, in der sekundären Literatur, in den tatsächlichen Lehrbüchern und so. Da gibt es offensichtlich einen Filter, wo diese nicht passenden Funde diesen Filter nicht überwinden. Die schaffen es nicht in die Lehrbücher, sondern sie bleiben in dieser Primärliteratur hängen, werden typischerweise wenig bis gar nicht zitiert, wenig bis nicht diskutiert. Manchmal werden sie massiv bekämpft man möchte sagen, mit unfairen Mitteln hinweggelogen. Zum Teil mit wirklich bullenartigen Methoden, aber im Wesentlichen werden sie ignoriert, werden vergessen und landen dann einfach nicht in den Lehrbüchern. Und wenn dann irgendwas 10, 20, 30, 50 Jahre her ist, dann gab es da mal eine Meldung damals, gab es da mal einen Artikel, den haben mal ein paar hundert Wissenschaftler gelesen, haben sie wieder vergessen. Okay. Und so kann man auch ein kohärentes wissenschaftliches Weltbild schaffen, indem man einen guten Wissensfilter immer wieder installiert. Ohne Wissensfilter geht es nicht. Ganz ohne würden wir in der Welt völlig orientierungslos sein, aber haben wir den richtigen Wissensfilter, beziehungsweise ist es vielleicht sinnvoller, sogar mehrere Wissensfilter zu haben, dass man vielleicht sogar mit mehreren Weltbildern an Fakten herangehen kann und versucht, sie zu sortieren, je nachdem, mit welchem Weltbild man bei bestimmten Faktenlagen weiterkommt. Okay, ich habe schon gesagt, dass das Krasseste, was man über dieses Buch sagen kann, ist, ich werde nicht das ganze Buch zitieren oder was, das mache ich nicht. Aber das Krasseste, was man über das Buch sagen kann, ist, es ist todlangweilig und das ist mir auch beim Lesen aufgefallen. Und ich glaube, das ist wirklich Absicht gewesen und er geht auch nicht vom Spektakulären aus. Er fängt ganz nüchtern mit Schnittspuren an Knochen, Bohrungen in Knochen, also Bearbeitungsspuren an Knochen an. Das sind die ersten knapp 100 Seiten hier in diesem Buch. Dann kommen bearbeitete Steine, einfach eine Story nach der anderen, ein Fall nach dem anderen, so meistens zu Beginn 1850, aber es geht bis in die 70er Jahre hinein, 1970er Jahre, wo er diese Forschung gemacht hat. Und er hat wirklich über 10 Jahre lang detektivisch diese Fälle verfolgt, hat versucht, noch lebende Zeugen ausfindig zu machen, hat versucht, in Archive zu gehen, hat alte wissenschaftliche Veröffentlichungen oder Zeitungsartikel ausfindig gemacht, hat versucht, die Originalfunde noch wieder aufzustöbern in irgendwelchen verstaubten Kisten im Smithsonian Institut in den USA ganz oft. Also im Grunde zwölf Jahre lang währende detektivische Forschungsarbeit. Er sagt, es wurde einfach immer größer und größer und mehr und er konnte nicht aufhören, er musste zumindest zu irgendeinem sinnvollen Abschluss bringen. Mit anderen Worten, das Ding ist mehr ein Lexikon, eine nüchterne Aufzählung mit Quellenangaben von archäologischen Fällen geworden, als eine Geschichte, eine Story, eine populärwissenschaftliche Erklärung, was verbotene Archäologie ist. Es ist tatsächlich ein ganzes Kompendium. Ich wollte mal ein bisschen was aus dem Vorwort lesen, dass man da schon mal so ein Gefühl dafür kriegt. 1979 entdeckten Wissenschaftler an der Fundstelle von Letoli im ostafrikanischen Tansania Fußabdrücke in mehr als 3,6 Millionen Jahre alten Ascheablagerungen. Marileki und andere meinten, die Abdrücke seien von denen moderner Menschen nicht zu unterscheiden. Für diese Wissenschaftler hieß dies aber nichts weiter, als dass die Vorfahren des Menschen vor 3,6 Millionen Jahren bemerkenswert moderne Füße hatten. Andere Wissenschaftler, wie der physische Anthropologe R.H. Tuttle von der Universität Chicago, weisen jedoch darauf hin, dass die fossilen Knochen der aus der Zeit vor 3,6 Millionen Jahren bekannten Australopithecinen eindeutig deren affenähnliche Füße belegen.
Sie ließen sich demnach nicht mit den Fußabdrücken von Letoli vereinbaren. In einem Artikel in der Zeitschrift Natural History von März 1990 gestand Tuttle, dass wir irgendwie vor einem Rätsel stehen. Man darf daher wohl eine Möglichkeit in Betracht ziehen, die weder Tuttle noch Leakey erwähnen, dass vor 3,6 Millionen Jahren in Ostafrika Geschöpfe lebten, deren anatomisch moderne menschliche Körper zu ihren anatomisch modernen menschlichen Füßen passten. Vielleicht lebten sie in Koexistenz mit affenähnlichen Kreaturen. So faszinierend diese archäologischen Möglichkeit auch sein mag, sie verbietet sich angesichts der gegenwärtig gültigen Theorien von der menschlichen Evolution. Vorsichtige Leute werden davor warnen, die These von der Existenz Millionen Jahre alter anatomisch moderner Menschen auf die dünne Basis der Letoli-Fußabdrücke zu gründen. Aber es gibt weitere Beweise. In den letzten Jahrzehnten haben Wissenschaftler in Afrika fossile Knochen ausgegraben, die erstaunlich menschlich aussehen. 1965 fand Brian Patterson und W.W. Howells in Kanapoi, Kenia, einen überraschend modernen Oberarmknochen, dessen Alter auf 4 Millionen Jahre geschätzt wurde. Henry McHenry und Robert S. Coducini von der Universität von Kalifornien sagten, der Kanapoi-Oberarmknochen unterscheide sich kaum vom modernen Homo. Entsprechend meinte Richard Leakey, der 1962 am Turkana-See in Kenia gefundene Oberschenkelknochen ER1481 sei von dem moderner Menschen nicht zu unterscheiden. Das sind nur mal so ein paar Worte aus dem Vorwort. Die aktuelle anthropologische Theorie zur Menschwerdung ist ja die, dass er aus Afrika kommt. Wobei es inzwischen schon die Frage gibt, Indonesien, Europa, okay, gibt immer wieder mal Funde, aber er soll im Wesentlichen aus Afrika kommen und sich von dort ausgebreitet haben. Und aus Afrika kommt im Wesentlichen vor 1 Million Jahren ungefähr, ich hoffe, ich habe die Zahlen richtig, so ungefähr werden sie stimmen, vor ungefähr 1 Million Jahre wäre ein Homo sapiens, also jedenfalls der moderne Mensch ist im Wesentlichen 100.000 Jahre alt. Wird immer mal ein bisschen nach hinten geschoben, 120.000 und ein bisschen was, aber der moderne Mensch mit seinem modernen Knochenbau 100.000 Jahre alt, moderner Schädel, moderne Knochen, moderne Zähne, 100.000 Jahre alt und davor gab es ähnliche Menschen, typischerweise kleinere Schädel, andere Kiefer, stärkere Knochen, andere Armknochen, andere Zähne und so weiter. Und das wäre eine Entwicklung gewesen, die so zwischen 2 und 8 Millionen Jahre, wenn man es ausdehnt, den Begriff, aber zwischen 2 und 8 Millionen Jahren im Wesentlichen im Afrika, im ostafrikanischen Grabensystem dort in Kenia nachvollziehbar wäre. Dort sind zum Beispiel die Lucy ausgegraben worden, beziehungsweise gefunden worden, typischerweise ganz oft oberflächennahe Funde, die aber in diese Zeit dann datiert werden. Und aus diesen wenigen Knochenfunden, die auch nur minimal erhalten sind, wo man hier mal einen Oberkieferknochen, einen Unterkieferknochen findet, da mal einen Zahn, da mal einen Unterschenkelknochen oder so, aus diesen wenigen Knochen, also wirklich wenige, also zig Funde ist schon übertrieben, also eher so im Bereich von Dutzend bis ein paar Dutzend Funde. Aus diesen Knochen hat man heute eine 8 Millionen Jahre währende Ahnenreihe des Menschen herausgebastelt das als moderne Entwicklung des Menschen. So, und das als Entwicklung zum modernen Menschen, als evolutionäre Entwicklung beschrieben. So, und dann gibt es dann aber eben Funde, die einfach nicht in dieses Bild passen, nämlich sehr, sehr viele, gerade im Vergleich zu diesen wenigen Funden, die man da in Ostafrika hat, gibt es eigentlich sehr, sehr viele Funde, die dem konträr komplett widersprechen, die es aber nicht in das allgemeine Bewusstsein, in die Lehrbücher, in die öffentliche Meinung schaffen, gerade mal so, wenn sie großes Glück haben in Primärliteratur, sprich, dass sie mal wissenschaftlich veröffentlicht wurden. Mitunter gibt es nur einen Zeitungsartikel oder einen Fallbericht vielleicht mal von einem beteiligten Ausgraber oder so. Ich habe hier mal 2, 3 Fälle aufgeschrieben. Einer der spektakulärsten Fälle war sicherlich
der Fall in, ja, wie spricht man das aus? In Mexiko, Hyatlaco. Hyatlaco, eine Ausgrabungsseite in Ausgrabungsstätte in Mexiko. Dort wurden bearbeitete Knochen gefunden. Also offensichtlich wurde dort Tiere abgeschlachtet und verzehrt. Steinwerkzeuge wurden gefunden. Und zwar sehr moderne. Und die man den modernen Menschen zuordnet, die maximal 100.000 Jahre alt sind, sein sollen. Und das waren die 1960er Jahren bis 1970er Jahre hinein. Das Archäologische Institut um Cynthia Irwin Williams, das war wohl die leitende Archäologin damals, hat dort ein geologisches Team rangeholt aus mehreren Archäologen. Ein Teil dieses Teams war Dr. Virginia Stein McIntyre und die sind mit verschiedensten Datierungsverfahren, da gab es eine Ascheschicht darüber mit Zirkonium, die man gut datieren konnte. Es gab Blaseneinschlüsse in dem Gestein. Es gab also vier verschiedene anerkannte Datierungsverfahren wurden eingesetzt, um diese Ausgrabung zu datieren. Und sie kamen auf mindestens 250.000 Jahre ist diese Ausgrabungsstätte alt, sind diese Funde alt. Das Archäologische Institut hat diese Alter nicht akzeptiert, hat das nicht publiziert, also aufgrund der Tatsache, dass es nicht ins Bild passte, dass sie das nicht erklären konnten. Das kann nicht sein, es ist definitiv nicht mehr als 100.000 Jahre alt und schon gar nicht in den USA, in den Amerika, Nordamerika, wo es ja der moderne Mensch erst, beziehungsweise Menschen überhaupt erst vor 13.000 bis, naja, man hat es immer weiter nach hinten geschoben, 35.000 Jahre eventuell eingewandert ist, geschweige denn vor 250.000 Jahren da schon was unterwegs war und schon gar nicht ein moderner Mensch, den gab es damals auf der ganzen Welt nicht. Dr. Stein McIntyre hat das dann 1981, also wirklich erst quasi 15 Jahre nach diesen Funden, nachdem es eben absolut kein anderer veröffentlichen wollte und sie eben an dieser Datierung mitgearbeitet hat, hat sie das veröffentlicht in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, hat darauf sehr große Probleme mit ihrer Karriere bekommen, extrem negative Reaktionen. Es gab praktisch keine Zitate, es wurde nicht irgendwie öffentlich diskutiert in Zeitschriften, es wurde bis heute nicht in Lehrbücher aufgenommen. Dieser Fund, obwohl er sehr gut dokumentiert ist, obwohl er veröffentlicht ist, obwohl ein großes Team daran gearbeitet hat und man das heute noch nachvollziehen kann, gibt es nicht. Findet in der öffentlichen Diskussion nicht statt. Einer von zig Fällen, die hier drin sind. 1867, ein etwas älterer Fall. Gerade so in der Zeit gab es ja noch Ausgraberarchäologen, die noch nicht so absolut dem evolutionären Weltbild und der großen und dem jungen Alter des modernen Menschen anhingen als Weltsicht. Es gab zum Teil noch kirchliche und kreationistische und einfach noch eine größere Offenheit in der Diskussion. Erst mit Darwin und dem Durchsetzen der Evolutionstheorie um 1900 rum und hat sich das geändert, dass die Reihen sich sozusagen fester geschlossen haben, das Weltbild sich fester geschlossen hat. Davor, gerade im 1900, gab es noch mehr Ausgrabungen und Fälle, die offener berichtet wurden und zitiert wurden, wo dann auch zum Teil führende Wissenschaftler, wie zum Beispiel der De Peirce in Frankreich, ein berühmter Archäologe, sich dahinter gestellt haben und gesagt, guckt mal hier, das sind viele hunderttausend Jahre alte menschliche Funde. Und zwar in Frankreich, Nordostfrankreich war das, glaube ich, Abbeville von De Peirce, wurde ein moderner Kiefernknochen in einer Ausgrabungsstätte gefunden, die mindestens 430.000 Jahre alt ist. Und er hat das veröffentlicht und gezeigt und gesagt, schon damals gab es da Diskussion, das kann nicht sein, das muss ein Hoax, ein Spaß gewesen sein, den sich da jemand erlaubt hat, du bist da einer Fälschung zum Opfer gefallen. Das hat irgendjemand einen 2000 Jahre alten römischen Kiefer ausgegraben und den dir da in die Fundschicht verbracht und so. Damit ist für die Schulwissenschaft der Fall abgeschlossen gewesen und immer abgeschlossen gewesen, wurde auch nie wieder aufgegriffen.
Was nicht berichtet wird oder ins Bewusstsein gelangt, ist, dass nach diesen Funden De Peirce auch wieder zurückgegangen ist an diese Stelle, neue Ausgrabungen gemacht hat, um das nochmal zu zeigen, zu beweisen, zu gucken, findet er denn noch mehr solche Artefakte, menschliche Funde. Und er hat hunderte weitere Knochenfunde moderner Menschen gemacht. Er hat wunderbar bearbeitetes Steinwerkzeug gefunden. Also das ist eigentlich stark abgesichert. Auch weitere Archäologen damals sind ihm dann, haben ihm zugestimmt, nachdem sie das geprüft haben. Ja, 430.000 Jahre alte, moderne, vollmoderne Knochenfunde und Werkzeugfunde von Menschen sind da gemacht worden. Es sind einfach nur die, ja, das waren sogar nur die ersten zwei Fälle, die ich hier mal so rausgenommen habe. Prest, Kiesgruben, St. Prest, das ist auch 1863 irgendwo in Frankreich. Kiesgruben, Ausgrabung, die man auf ungefähr 2 Millionen Jahre schätzt, diese Kiesgruben. Kann man sehr gut datieren, wo die sind, je nachdem in welcher Höhe die sind und so weiter. Und da gibt es Schnittspuren und Bohrungen an Knochen von Riesenbibern und Nashörnern. Riesenbiber und Nashörner sind das letzte Mal vor 2 Millionen Jahren in Europa unterwegs gewesen. Und es gibt natürlich, kann man Schnittspuren und Bohrungen mit etwas Fantasie noch hinweg erklären. Da gab es mal eiszeitliche Geschiebe und was weiß ich, aber da gibt es so viele und so eindeutige und so typische Schnittspuren, die dann da wiederholt ausgegraben und gezeigt wurden, dass dieses Argument eigentlich nicht zählen kann. Und so geht es weiter. Ja, wie gesagt, es geht trocken los mit nur Schnittspuren und Bearbeitungsspuren an Knochen, die sich über Millionen und Hunderttausende Jahre hinziehen, über bearbeitete Steine, Werkzeug, Eolithe verschiedenster Formen. Also ganz, ganz trocken, wissenschaftlich, systematisch zeichnet das auch mit Quellenangaben hinten drin. Man kann das alles nachlesen, wo das herkommt. Also es ist tatsächlich ein wissenschaftliches Werk und wird als dieses, als wissenschaftliches Werk auch in der Archäologie durchaus geschätzt und verwendet. Also es ist auch für heutige Studenten hin und wieder ein Werk, wo sie hingehen und sagen, da kann man lernen, wie man wissenschaftlich arbeitet, wie man wissenschaftlich schreibt, wie man Quellenangaben macht, beziehungsweise man kann tatsächlich Zugriff auf alte archäologische, also ansonsten vergessene und nicht mehr zugängliche alte archäologische Berichte, Funde, Fundstätten nehmen, die man sonst eigentlich nicht mehr verfügbar hat, weil sie in die Sekundärliteratur ansonsten nicht Eingang gefunden haben. Schnittspuren und zerbrochene Knochen, Eoliten, primitive paläolithische Werkzeuge, verbesserte paläolithische und neolithische Werkzeuge, der Altsteinzeit und neusteinzeitliche Werkzeuge, Knochen, die nicht ins Schema passen. Und ganz zum Schluss macht er noch eine Reihe von Funden, von denen es nicht sehr viele gibt, sehr wenige, aber die so extrem spektakulär und unerwartet sind, unpassend sind. Eins davon zum Beispiel ein Fund 286 bis 360 Millionen Jahre alt im Vortertiär. Also da begeben wir uns schon in die, da haben sich die Kohleflöze gebildet zu dieser Zeit. Das ist ein Alter, da sahen fast noch nicht mal die Dinosaurier. Die Dinosaurier kamen, glaube ich, später. Also waren noch nicht mal die Dinosaurier unterwegs, die ja vor 60 Millionen Jahren ausgestorben sind, beziehungsweise weniger wurden. Genau, 1852 wurde in Illinois, in den USA, in einem Kohleflöz in 28 Meter Tiefe, hat man entsprechend ausgegraben, im Stollenbau, also nicht von oben im Tagebau, sondern also Kontamination auch extrem unwahrscheinlich, wie gesagt, 28 Meter tief, wurde ein Skelett eines modernen Menschen, eines Mannes gefunden. Dieses Skelett war überzogen mit glänzender, harter Kohlekruste. Das heißt, der ist offensichtlich seit langer, langer Zeit dort unten drin. Ja, gab es Veröffentlichungen und Funde. Die Knochen hat er nicht wiedergefunden, aber diesen Bericht zum Beispiel gibt es auch. Er hat berichtet auch noch von bestimmten, ja, Artefakten, Metallkugeln, keramischen Artefakten und so weiter, die man, die in Kohle, Goldketten,
die in Kohleablagerungen gefunden wurden und also wirklich noch in der Kohle eingebacken, sodass es nicht denkbar ist, dass sie da irgendwie nachträglich irgendwie hineingekommen sind. Aber also, wie gesagt, ganz, ganz nüchtern, ganz langweilig, ganz Fall für Fall für Fall. Wann waren die Funde? Wer hat die gemacht? Wie seriös sind die Umstände? Wie sicher weiß man, wie alt das war? Welchen Maßstab an wissenschaftlicher Härte, an wissenschaftlicher Kritik hat man daran angelegt? Und da wird dann sehr schnell so ein Doppelstandard sichtbar. Es gibt nämlich keine Menge an wissenschaftlichen Beweisen, Untersuchungen, seriösen Ausgrabern, Berichten, die ausreichen, um einem klassischen Archäologen davon zu überzeugen, dass in einer 286 Millionen Jahre alten Schicht moderne Menschenknochen gefunden werden. Aber wenn in Ostafrika, in Kenia, in einer Schicht, die man per Augenschein, die oberflächlich zutage liegt, wo also noch nicht mal eine ordentliche Zonierung möglich ist, wo Funde gefunden werden, auch Knochenfunde, versteinerte Knochenfunde, die man mehr oder weniger hemdärmlich auf irgendwas zwischen 100.000 und 8 Millionen Jahre datiert, das dann mit großen Glaubwürdigkeitssprüngen zu einer kompletten Zeitskala und Evolutionsgeschichte des Menschen zusammenbastelt, das wird ohne Probleme akzeptiert, das landet in den besten wissenschaftlichen Zeitschriften, in Nature und Science, das kommt in die Lehrbücher und wird mit wunderschönen Schautafeln in der Geo hunderttausendfach, millionenfach wiederholt, gedruckt und kommt ins moderne wissenschaftliche Bewusstsein hinein. Wobei viele dieser Funde hier, die Michael Cremo in seinen Büchern beschreibt, eigentlich viel, viel mehr wissenschaftliche Kritik aushalten und fundierter sind und nachgewiesener sind, sozusagen, also die wissenschaftliche Härte dieser Funde viel besser ist als diese, die aber trotzdem nicht akzeptiert werden, nicht in Sekundärliteratur es schaffen, wo die Proponenten, die Ausgraber, die das dann sich trauen, das zu veröffentlichen, große Schwierigkeiten mit ihrer Karriere bekommen. Es gibt so einen mehrstufigen Wissensfilter, der in solchen, sage ich mal, unüblichen wissenschaftlichen Erkenntnissen, Funden greift. Kann man sich ja sehr schön vorstellen, man hat eine Ausgrabung, da sind irgendwie Studenten, Doktoranden und dann eben Professor unterwegs und die Ausgrabung macht vielleicht die tatsächliche Arbeit, das Buddeln machen maximal die Doktoranden eher die Studenten die sich in der Doktorausbildung befinden, in ihrer Doktorarbeit befinden und die alle Beteiligten fest im evolutionären Weltbild, der moderne Mensch ist maximal 100.000 Jahre alt, wir werden keine modern bearbeiteten Werkzeuge oder Knochen oder sonst was finden, die älter sind. Und dementsprechend schon der erste Filter, der Student, der da ausgräbt und sieht, oh, das könnte ein bearbeiteter Werkzeugstein sein, so eine Abspaltung von einem Werkzeug, von einem bearbeiteten Stein, aber das ist die falsche Schicht, das muss hier irgendwie reingeraten sein, weg damit. Ne? Also da ist schon der erste Filter, der da siebt und ausgräbt und putzt, wird da wahrscheinlich viele Funde, weil die nicht ins Bild passen, weil er das jetzt nicht als Bild vor Augen hat, dass ich das da eventuell finden könnte, wird die an dem Punkt schon ignorieren. Der zweite Filter ist dann sicherlich der Doktorand, den man dann vielleicht ruft und sagt, guck mal hier, was ich hier gefunden habe, könnte das was Echtes sein? Und der sagt, nein, da muss irgendwie Material vermischt worden sein aus einer oberen Schicht oder so, das gehört hier eigentlich nicht her. Nächste Schicht, selbst wenn das dann so viele und so eindeutige und so klare Funde liegen, die noch perfekt in der Schicht sind, okay, dann kommt das vielleicht irgendwann mal zum Professor und je nachdem, wie starr dieses Weltbild dieses Professors dann ist, beziehungsweise Ausgrabenden, wird er das überhaupt zur Kenntnis nehmen oder eben auch wegdiskutieren, beziehungsweise wird das dann in diesem Fall von
diese Cynthia Irwin Williams wird sie das dann eben sagen, das kann nicht sein, das werden wir nicht publizieren, das passt nicht. Dann hat tatsächlich eine Doktorandin, eben diese Virginia Stein McIntyre, das 10 Jahre später, 13 Jahre, 12 Jahre später selber publiziert, weil die Fakten eigentlich eindeutig waren, weil das geologische Team das eindeutig nachgewiesen hat, weil die Funde so klar waren. Und das war es dann aber auch. Es ist nicht der Punkt, dass es dann in den nächsten Schritt kommt, dass es dann, also welche Hürden es allein schon für eine Veröffentlichung in der Premiere in einer normalen wissenschaftlichen Untersuchung überwinden muss, was dafür Kriterien angelegt werden, die sind schon gewaltig. Aber selbst wenn es das geschafft hat, es schafft es nicht in die nächste Stufe der Lehrbücher. Da ist dann die das Weltbild fest. Und das ist noch nicht mal Bosheit, also das ist, mitunter kommt da eine ganz schöne Bosheit zutage, aber im Schnitt würde ich nochmal sagen, im Wesentlichen 90% ist das gar keine Absicht, Bosheit, wir wollen jetzt lügen oder wir wissen eigentlich es besser und wir sagen was anderes, sondern es ist tatsächlich der Lauf der Welt. Man braucht eine Theorie, ein Weltbild, eine Annahme, um überhaupt Fakten wahrnehmen zu können, überhaupt etwas zu sehen, um überhaupt eine Untersuchung. Man muss bestimmte Fragen stellen, um überhaupt irgendwelche Antworten zu bekommen. Und es ist völlig normal, dass wir, wenn wir die richtigen Fragen nicht stellen, dann kriegen wir eben nicht die richtigen Antworten. Also von daher würde ich da gar keine Bosheit drin sehen, sondern es ist einfach so, wie der menschliche Geist und die Wissenschaft funktionieren muss. Sie ist in dem Sinne gebunden an eine Theorie, an ein Weltbild, an eine wissenschaftliche Hypothese und nur nach der kann sie eigentlich gucken und vorwärts gehen und so weiter. Umso wichtiger ist es, dass man sich nicht zu sehr auf eine Theorie versteift, auf ein Weltbild versteift, sondern dass man flexibel bleibt, dass man, das macht eigentlich einen richtigen, intelligenten Menschen, einen wissenschaftlichen Menschen meiner Meinung nach aus, dass er in der Lage ist, mit mehr als einem Weltbild gleichzeitig im Kopf zu jonglieren. Dass er vielleicht ein evolutionäres Weltbild, ein katastrophisches Weltbild, ein Panspermia-Weltbild, vielleicht sogar ein vedisches Weltbild, ein religiöses Weltbild parallel laufen haben kann und nicht wie Doppeldenk, sondern parallel, dass man sagen kann, jetzt kann ich diese Fakten mal danach interpretieren und mal danach interpretieren und gucken, welches passt eigentlich besser, sodass man dann irgendwann entscheiden kann, vielleicht dieses Weltbild ist vielleicht richtiger als das andere, beziehungsweise vielleicht brauche ich eine Synthese, beziehungsweise ich muss was völlig Neues finden an irgendeinem Punkt. Und Michael Cremo lässt hier den Leser am Schluss auch relativ alleine damit, außer dass er natürlich sagt, wenn man das akzeptiert, was hier an Funden drin ist, und er ist ja gnadenlos im Reinhämmern, im Faktenbringen, im Anhäufen dieser Fallberichte, wenn das dann durchgedrungen ist, wenn man das akzeptiert, ja, was bleibt dann noch? Was ist die Alternative? Seine Alternative ist natürlich die vedische Weltbild, dass der moderne Mensch schon seit vielen Millionen Jahren auf der Erde unterwegs ist, im Grunde von Anbeginn der Erde, und dort immer wieder zyklisch in Zeitaltern in diesem vedischen Konzept der Weltenentwicklung. Aber eines sagt er relativ klar, Evolution, wie wir es klassisch verstehen, ist mit diesen Funden nicht vereinbar. Und eine Bemerkung, die er ganz am Rande macht am Schluss, die mich dann aufhören ließ, sagt, solange man diesen normalen anthropologischen, geologischen Zeitskala, Zeitstrahl hinnimmt, akzeptiert. Den hat er quasi vorausgesetzt, hat sich daran gehalten, hat das nicht in diesem Falle in Frage gestellt. Meine persönliche Interpretation ist, erstens, ja, Evolution, so wie sie uns dargestellt wird, Menschwerdung, Entwicklung der Arten und so weiter, das ist nicht die ganze Story, da fehlt was, beziehungsweise wir müssen da einen völlig anderen Weg gehen. Werde ich nochmal versuchen, ein eigenes Video zu machen. Und man kann im Grunde schon an diesem Punkt eine zweite wahrscheinliche Vermutung treffen, der geologische und anthropologische Zeitskala, Zeitstrahl,
Zeiträume, die wir veranschlagen für die Entstehung der Erde, für die Ablagerung von Kohle, von Kalk, von den eiszeitlichen Ablagerungen und so weiter. Da ist was ganz gehörig durcheinander. Da sind vermutlich riesige Zeiträume eingefügt. Das steht nicht in diesem Buch. Er geht das, dieses Thema nicht an. Aber ein ganzer Teil dieser Funde hier ließe sich damit wahrscheinlich erklären, wenn man vermutet, dass die komplette Zeitskala, mit der wir unsere Erdgeschichte heute und unsere Menschheitsgeschichte, Entwicklung des modernen Menschen beziffern, dass diese Zeitskala so nicht stimmt, dass die mindestens stark überdehnt ist, eventuell auch durcheinander. Dass schlicht Katastrophen dort in diesem Fall eine sehr viel größere Rolle gespielt haben. Okay, das, nachdem ich vor zwei Wochen einige Verschwörungstheoretiker mit meinen Chemtrail-Videos schockiert habe, werde ich jetzt sicherlich einige wissenschaftliche, mehr naturwissenschaftlich orientierte Zuseher vielleicht verlieren auf diesem Kanal, wenn ich ihnen diese harte Kost zumute. Aber das ist meine Interpretation dieser Fakten, die Michael Cremo hier bringt. Und auch nur Michael Cremo hätte dieses Buch schreiben können, beziehungsweise jemand, der in den vedischen Wissenschaften und den diesem Bhaktivedanta-Institut letztendlich versiert ist, weil er brauchte ein anderes Weltbild, um diese Fakten überhaupt wahrzunehmen, auszubuddeln, in Konsistenz darzustellen. Mit einem klassischen evolutionären Weltbild wäre er zu dieser Arbeit gar nicht in der Lage gewesen. Also ein Plädoyer meinerseits für diverse Weltbilder und für die Offenheit dafür, dass man den Stein des Weisen noch nicht gefunden hat, dass wir noch nicht am Ende der Wahrheitssuche angekommen sind, sondern dass sowohl in der Menschheitsgeschichte wie in vielen anderen Fragen menschlichen Wirkens noch viele, viele neue Sachen zu entdecken sind. Bis nächste Woche. Wir sehen uns.